Noch ist es nicht offiziell bestätigt, aber es ist so gut wie fix. Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling wird ihren ersten Listenplatz verlieren und von der Nummer 2 Thomas Weitz überholt werden. Das wäre eine schallende Ohrfeige für die grüne Parteispitze, die ja so verbissen an Schilling festgehalten hat. Am Wahlsonntag sagte Schilling noch: Nämlich die Stimmen, die ich bekommen habe, zu nutzen und eine möglichst gute EU-Parlamentarierin zu sein, die gar nicht nach Brüssel verschwindet, sondern auch viel hier ist und das auf der Straße weitertragt. Doch welche Grünwähler ihr die Vorzugsstimme gegeben haben? Bereits am 5. Juni gab Justizministerin Alma Sadic via Instagram bekannt, Ines Vukajlovic, der Listendritte, ihre Vorzugsstimme zu geben. Naja, es gibt eine Europawahl und da kann man Ines wählen und ich werde dich wählen. Qualla, es ist mir eine Ehre. Selbst Werner Kogler wollte am Sonntag nicht sagen, für wen er votiert hat. 2019 war er noch selbst der grüne Vorzugsstimmensammler gewesen. Wir haben ja 70.000 Vorzugsstimmen beim letzten Mal gehabt. An wen wird denn Ihre Vorzugsstimme gehen? Das werde ich gerade noch nicht verraten. Das gehört zum Wahlgeheimnis. Und schön, dass Sie mich daran erinnern. Ich hätte schon wieder vergessen. Ja, irgendwas mit 73.000 oder so. Laut Wiener Wahlbehörde erhielt Thomas Weitz allein in der Bundeshauptstadt 24.618 Vorzugsstimmen. Für eine Umreihung wären bundesweit 5% der Grünstimmen. Das sind 18.212 nötig gewesen. Alleine in Wien hätte Weitz diese Hürde also genommen. Weitz war im Wahlkampf loyal zu Schilling gewesen, hatte aber seine Bereitschaft angemeldet, die Delegationsleitung zu übernehmen. Schilling hatte darauf auf OE24 gekontert, es könne ja auch eine Doppelspitze geben. Die Grünen werden im neuen EU-Parlament mit 2 Sitzen vertreten sein, einer weniger als bisher.